kommen wir zum Türchen Nummer 8. Schauen wir mal, hier habe ich das Geschenk von meiner Freundin und da hinten ist gerade die 8. Schauen wir mal nach. Vorsichtig, ich möchte nichts kaputt machen. Ist immer so schwierig da. Ich möchte wirklich nichts kaputt machen. Okay, das nicht so jetzt. Übrigens, mir hat Grace geschrieben. Sie hat mir wieder geschrieben. Ich weiß nicht, es war gestern Abend, als ich schon schlafen gegangen war. Und jetzt habe ich ihr zurückgeschrieben. Was haben wir hier? Oh, von Colistar etwas. Colistar. Aquagel. Ein Ceramid. Ein Aquagel von Colistar. Keine Ahnung. Das wird für das Gesicht sein. Dann gehen wir rüber zum Goodiebox-Kalender. Schauen wir mal hier. Ich gehe dann hinten rein und schaue mir die Türchen an. 8 ist gerade hier ein kleines Türchen. Hier die Nummer 8. Ich mache es vorsichtig auf. Ah, ich weiß, was das ist. Das ist ein Augengel, ein Augenbrauengel. Ich sehe das, weil es durchsichtig ist, ein Augenbrauengel. Den kann ich natürlich gebrauchen. Das habe ich immer zum Fixieren von dem Puder, vom Augenbrauenpuder, nehme ich dann einen Augenbrauengel zum Fixieren. Vielen Dank, liebe Goodiebox. Ich habe ihn ja geschenkt bekommen. Vielen Dank. Dann gehen wir rüber zum Outfit. Da habe ich meinen Body an, meinen lila, helllila Body mit einer Glas- oder Plastikglaskette aus lila und lila Ohrringen und dazu eine Seamless Leggings mit meinen Stiefletten. Zara-Stiefletten vom letzten Jahr oder vom überletzten Jahr. Und wenn es kühl wird, es ist schon etwas kühl, ziehe ich mir einen Blazer über. Der hängt hier. Der ist schon uralt. Den habe ich mal im H&M gekauft, aber noch vor dem Pflegeheim. Da war ich noch zu Hause. Der ist schon viele Jahre alt, aber immer noch schön. Und so sieht es dann von ganzem aus. Also die Sachen kann man alle, vielleicht den Body kann man noch im Zara erhalten, aber sonst, ich meine, einen Blazer erhält man immer wieder, der ist schön dunkelblau und ist tailliert, etwas grob geschnitten und die Seamless, die bekommt man auch überall in jedem Shop. Verschiedenen Shops, die sind ja jetzt gängig, auch für zum Turnen oder für das Fitness, das ist eine angenehme Qualität. Das ist mein Outfit von heute, dem 8. Dezember. Ich zeige es euch noch von der Seite. So, dunkel, hell, dunkel und so. Danke vielmals fürs Zuschauen. Und einen schönen 8. Dezember. Kalt, ich bin warm eingepackt und ich habe gestern im Adventskalender vom Pflegeheim, da gibt es auch einen Adventskalender, die Nummer 7 gehabt und dort drin war, hatte es einen Kiko-Gutschein und den möchte ich jetzt heute einlösen oder mal schauen, was es gibt. Es ist nicht so viel, aber es gibt vielleicht etwas Kleines, das mich dann daran erinnert, an den Adventskalender. Wir schauen mal, vielleicht darf ich dort auch filmen. Es ist wirklich kalt und ja, und ich bin erschöpft. Ich weiß auch nicht, doch ich weiß weshalb.
wahrscheinlich um. Wir laufen einfach langsam und ich mache zwischendurch Pausen und dann geht das. Wie jetzt mache ich eine Pause. Bis später. Gehen rein. Ich zeige euch jetzt mal. Und wir gehen mal schauen, was es hat für Weihnachtssachen. Schön. Hallo. Hallo. Ja, mach aber den Kaffee. Müssen wir auf die andere Seite gehen. Das ist auch sehr schön. Energy Serum Balm. Jetzt habe ich dir auch einzahlen. Das ist einfach ein Ding. Ah, das sind wir, die kaufe ich. Diese gefallen mir, diese entweder das oder das. Ich glaube, ich nehme das. Energy Balm Shake. Ich weiß nicht, welches das die Nummer 1 ist und welches das die Nummer 2 ist. Das gefällt mir jetzt sehr gut. Dort habe ich viel, aber das gefällt mir jetzt sehr gut. Das nehme ich, das wäre jetzt eine schöne Farbe. Und das ist noch. Nimm 3, zahle 2. Ich muss immer mit dem Hose rauf. Ich zahle ich mir mal eins. Das kommt auch noch eins. Hat so eine Palette 22 und 18. Das sind auch schön. Mach mal an. Noch hervorgekommen. Wir sind auf dem Händler. Ich habe mir eine Palette gekauft in Brauntönen und Goldtönen. Ich weiß nicht, ob es die richtige ist, aber in Rosa habe ich ja so vieles. Dann möchte ich mal etwas anderes. Ich kann es ja dann immer noch kombinieren, wenn ich Rosa nicht möchte. Ja, mir gefällt sie und das ist jetzt mein Adventsgeschenk. Das behalte ich. Also ich werde es benutzen natürlich und freue mich darüber. Das hatten sie mir geschenkt vom Pflegeheim, von unserer Abteilung. Das haben die Hilfen, also die Mädchen, die Mädels, die Jungen haben mir das gekauft. Und ich freue mich. Das ist wunderbar. Ich konnte jetzt nicht bis zum Ausverkauf warten. Das ist so. Da bin ich eine furchtbare Frau. Aber ich bin froh, sind wir zu Hause, ich bin müde. Ich muss mich jetzt ein bisschen ausruhen. Es hat nicht viele Leute in der Stadt, aber ich habe gesehen, die Preise sind alle nach oben gewandert. Jetzt kurz vor Weihnachten. Letzte Woche waren sie noch tief. Und jetzt ist alles doppelt so teuer. Es ist verrückt. Es ist verrückt. Aber es gibt Leute, die kaufen dann trotzdem ein. Ich
gehöre nicht dazu. Ich habe eigentlich nichts. Ich habe für meinen Nichten etwas gekauft und für meinen Patenkind. Und das ist alles. Und sonst habe ich die Karten gemacht. Ja, das ist mein Weihnachtsgeschenk an die Menschen. Früher hatte ich bis 100 Karten gemacht. Dieses Jahr waren es viel, viel weniger. Und es bekommen einfach spezielle Menschen, die mir im Leben etwas bedeuten, eine solche Karte. Und ja, das ist für mich Weihnachten. Die Liebe verbreiten, wo es nötig ist. Und ich kann fast nicht mehr, ich muss aufhören. Bis später, eure Franziska. Hallo zusammen, ich bin wieder, es ist ein Tag später, ich bin wieder im Bad. Ich habe mir gestern diese Palette gekauft, vom Adventskalender, vom Pflegeheim, von Kiko, und möchte jetzt etwas da auf die Augen machen. Es hat sogar einen Spiegel. Und ich muss noch sagen, zu der Tasche von gestern, was ich da erwähnt habe, von dieser Dior-Tasche, das war ein Fake. Die wollte nur an meine Geld, an mein Geld, an meine Bankkarte. Ich habe es dann gemerkt, weil es wurde dann gestern nochmals, im Namen von ihr hat jemand angerufen. Das war jemand, der ihren Namen benutzte und ihr Foto und alles, und hat mir gesagt, du hast doch eine Karte, oder? Und ich habe gesagt, ja, ich habe eine Karte geschrieben. Und dann hat die Person gesagt, ja, dann zahl mir. Er wollte einfach die Daten meiner Karte. Zahl mir nur einen Bruchteil von dem. Ich sage jetzt er, weil ich vermute, es war ein Mann. Er wollte einfach an meine Daten ran von meiner Karte. Und ich habe dann gesagt, es ist ein Fake. Und ich höre jetzt auf, und er hat mir dann noch zurückgeschrieben, böse, und nun hat es sich erledigt. Ich habe nichts mehr gehört. Er hat es aufgegeben, ja. Und ich weiß nicht, ob ich dieser Person, also der Frau, die benutzt wurde, das schreiben soll oder muss. Dass man ich muss das wahrscheinlich, weil ihr Namen wird beschmutzt. Oh, das ist zu dunkel geraten. Aber es ist nicht so schlimm, weil es ist noch. Man sieht es hier einfach sehr schlecht im Licht. Ist sehr schlecht im Licht. Ich gehe jetzt noch in das Gold rein. Ja, das war die Story. Man muss einfach aufpassen. In der Weihnachtszeit hat es viele Betrüger. Und man muss sehr gut aufpassen, mit wem man da schreibt. Und ja, nie eine Banknummer oder eine Bankkarte abgeben oder angeben, sonst passiert etwas ganz Schlimmes. Dann hat man sein Geld verloren, sozusagen, ja. Mir ist das jetzt zum Glück nicht passiert. Und ich höre jetzt hier auf, weil ich muss selber weitermachen. Vielen Dank. Wollte es euch nur sagen. Also ich bin jetzt am Verblenden. Ich habe es jetzt eigentlich fertig gemacht. Ich wollte es euch noch zeigen. Es ist einfach gegangen, die Farben sind gut pigmentiert. Ich mache dann nachher noch die Wimpern. Ja. Und dann hoffe ich, der Akku reicht noch für das Türchen zum Öffnen. Ich höre jetzt nochmals auf, weil ich habe Angst, dass der Akku ist sehr schwach, dass der Akku nicht mehr reicht. Bis später. Danke. Heute kommt Türchen Nummer 9. Schauen wir mal. Ich sehe es gerade, das ist ja wunderbar. Ich
Ich hoffe es, ich habe es falsch gemacht. Ich kann es öffnen. Ich bin gespannt. Keine Ahnung, was da sich verbirgt. Ich darf es nicht kaputt machen. Es wird immer schwieriger. Was ist da drin verboten? Ist das schon hier? Das ist ein kleines Türchen. Ein blaues Schächtelchen. Versace, Parfum oder Toilette. Oh, ich habe noch gar kein Parfüm heute reingemacht, deshalb wahrscheinlich. Ich mache es mal auf, das wird hübsch sein. Yeah. Schaut mal, wie schön. So schön sieht das aus. Und ich möchte jetzt ein bisschen mehr. Das ist zum Tupfen. Das ist fein. Es ist zwar ein Eau de Toilette, das hält nicht so lange, aber mich dunkt es, es ist wie etwas ölig auf der Haut. Fein, gefällt mir sehr. Da freue ich mich. Und beim Goodiebox-Kalender gehen wir noch schauen. Gestern war ja das Augen. Seht ihr ihn? Augen, den Augen, die Augenseife. Ich schaue mal beim ersten zuerst. Ja, hier ist es gerade, das neue. Die erste Schublade ist bald fertig. Ich glaube, es ist so, es ist leicht, ganz leicht. Ich glaube, es hat etwas drin. Ich vermute etwas, weil wir ja gestern diese Seife hatten, braucht es ja noch einen Pinsel dazu. Und ich vermute, das ist ein Pinsel. Ja, es ist ein Pinsel von Nireh. Nireh ist eine sehr gute Marke. Ihr seht hier ein Pinsel zum das Puder auf das Auge machen und ein Pinsel zum das Ganze schön bürsten, die Seife raufbürsten. Ich freue mich, weil mein Pinsel ist schon so uralt und ich wasche ihn täglich aus. Und er ist jetzt wirklich bald zum Wegschmeißen oder zum Entsorgen. Ich weiß noch nicht, wie man das entsorgt. Muss man aufeinander nehmen. Vielen Dank fürs Zusehen. Dann gehen wir jetzt rüber zum Outfit. Noch zum Outfit. Ich trage einen beigen Pullover mit einer Kette, die bestickt ist. Und beim Pullover hat es so Öffnungen für die Daumen. Da kann man ihn schön hervorziehen und man hat warm. Ich trage Kreolen und mein Augen-Make-up von Kiko. Dazu trage ich eine Kunstledershort, die ihr schon gesehen habt, von Zara, und meine Giardini-Stiefletten dazu. Ja, das ist das ganze Outfit von heute. Ja, ich weiß noch nicht, ob ich rausgehe. Ich werde einen Mantel darüber ziehen, eine Kappe, eine Baccalava-Kaffee und Handschuhe natürlich. Und ja, es ist nichts Spezielles, aber es gefällt mir. Vielen Dank, Franziska. Zum Abschluss habe ich nochmals ein Unboxing zu diesem Video, und zwar von der Look Fantastic Box. Dort habe ich ja nochmals bestellt für 3 Monate. Das ist günstig, also ich zahle 15 Euro pro Monat und kann dann nachher finden. Normalerweise ist es ja eine Box, aber da es Weihnachten ist, ich bin nicht richtig drauf gekommen, weil es nicht angeschrieben war, Look Fantastic, aber meine Pflegerin hat dann gesagt, dass das Look Fantastic ist. Und ich habe schon gesehen, dass es diesmal eine Tasche ist, eine samtige Tasche, wunderschön. Und unten steht Look Fantastic. Und jetzt können wir das auspacken. Es hat noch das Limit, das Heftchen drin. Festiv mit einem Gutschein von 32 Euro für Tee oder nein, für Schnaps und Weine, aber das interessiert mich weniger.
schauen wir mal rein, was das Säcklein, das Nikolaus-Säcklein oder Weihnachtssäcklein so verbirgt. Zuerst haben wir hier von Medica. Kann ich schnell, ist das auf Deutsch? Nein, das ist nicht auf Deutsch. Das ist ein Micellenwasserserum oder ein Micellenwassermus zum Reinigen mit, kann ich das lesen? Ich kann es nicht lesen. Ich weiß es nicht. Ich denke 50 ml. Das ist das erste. Die Schere weg. Und das zweite, was ich hier reiße. Oh, das ist von 3INA. Ein schwarzer Eyeliner mit einer Filzstiftspitze. Sehr schön. Das gefällt mir. Das kann ich gut gebrauchen, weil ich ziehe eigentlich immer Eyeliner. Das ist das zweite Produkt. Das dritte Produkt ist von Christoph Robin. Ein Scrub Lava Furry. Also das ist ein Cleansing Scrub. Ein Produkt zum Reinigen mit einem integrierten Peeling. Das ist 40 ml von Christoph Robin. Keine Ahnung, wer das ist. Ich kenne diese Marke nicht. Dann haben wir mehrere Produkte. Dann haben wir eine Handcreme von Neutrogena. Die wird sehr gut sein. Die ist 50 ml. Und dann hat es hier Ultra Repair Cream, eine Gesichtscreme. Die wird sehr reichhaltig sein, weil sie ist Ultra Repair. Also wenn sie die Haut das nötig hat, um sich reparieren, wenn man trockene Stellen hat, kann man diese Creme dann benutzen. Die wird 30 ml haben. Ich kann es nicht sehen. 28,3 Gramm. Fast 30 ml. Und hier hat es noch ein ganz kleines Tübchen. Brightening Serum von By Terry. Ein kleines, das wird 5 ml sein, ein Serum für die Haut vor oder nach der Reinigung. Und das war's aus diesem Säcklein. Und das Video beende ich nun. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mir einen Daumen nach oben geben und mir gerne ein Abo dalassen. Und sonst wünsche ich euch noch eine wunderschöne Adventszeit bis zum nächsten Video. Ich mache im Moment ein bisschen mehr Videos. Ich hoffe, es gefällt euch. Wenn es nicht erwünscht ist, dann schreibt es mir bitte in die Kommentare. Dann werde ich wieder nur jede Woche eins hochladen. Vielen Dank und alles, alles Schöne und Freude. Viel Freude und viel Licht und Wärme wünsche ich euch von ganzem Herzen, Franziska. Danke.